it in, start the mix in. Hey, hey, meine lieben Crazy Gamer, was geht bei euch? Hier ist wieder Let's Play Crazy Games mit eurem Crazy Memphis und Helena ist natürlich auch wieder am Start. Willkommen zurück zu Dark Souls. Haha. Ja, wir sind in Anor Londo. Ich bin mal aus der Kathedrale geflüchtet, mehr oder minder. Denn mir ist noch was eingefallen, was wir machen können. Allerdings wäre das jetzt doch was Optionales, was ich eigentlich erst hinterher machen wollte. Aber da ich mich noch ein bisschen aufleveln will, können wir halt gucken, ob wir das jetzt mal, ja, halt ein bisschen anders handhaben. Infolgedessen machen wir jetzt mal was Kleines, Optionales. Und, ja, wollen wir mal schauen, ob das so klappt. Dann machen wir uns jetzt nämlich in Richtung, Gott, wie heißt die Area? Irgendwas mit Ariamis, die Welt von Ariamis oder sowas, gemalte Welt von Ariamis, ich weiß es nicht mehr genau. Okay, hier haben wir hier so ein paar Ninjas am Start. Oh, kommt schon gleich einer her, vom Feinsten. Here we go. Ah, ich habe gar keinen Bogen in der Hand, das ist schlecht. Okay, mach ich mal schnell hier ratzfatz und so. Los, los, los. Ja, weil hier in dem Raum sind doch recht viele von diesen Mini-Ninjas hier. Von den White Ninjas. Yeah. Komm her. Hör auf zu werfen, komm her. Oh, das ist... Da will er mich echt trollen, nein, auf den. Geht gar nicht. Hä? Hä, was ist denn hier los? Gott, immer dieses... Habe ich zu viel Button-Mash betrieben gerade, dass hier wieder alles komplett durcheinander war. Okay, den haben wir. Ja, und... In einem von den Parts wisst ihr ja, dass ich da quasi da oben war, da oben und hab ja hier diesen Kronleuchter zu Boden fallen lassen und der hat ja dann auch was für uns hier, so ein Shiny mehr oder minder und da schauen wir uns auch gleich an. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist irgendein Zauber gewesen. Ah, komm her, hör auf hier rumzuspringen. Du bist eh des Todes. Alright, haben wir da hinten noch so ein paar Wachteleier hier. Oh, hier ist auch einer. Okay. Tot. Lass mich dich backstabben. Ich bin zu weit reingegangen. Jetzt kommen die anderen. Nein, du darfst dich nicht heilen. Ah. Okay, jetzt wird's interessant. No? Oh, doch, Backstab. Okay, nice. Den habe ich noch gekriegt, den Hund. Oh, er backstabbt mich. Du dumme Sau, Alter. Das zahle ich dir heim. Moment, please. Schnell einen Schluck. Ah. Oh, 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 das kann sehr, sehr böse enden. Ich hasse sie alle. Okay, jetzt habe ich nur noch den einen. Fuck you. Bitch. Ah. Nice. Okay. Ein bisschen actionreich hier. Alright, hier ist das Shiny vom Kronleuchter. Schauen wir mal. Zauberei, große Zauberwaffe. Ha. Meine ich doch, dass das irgendwas für Zauber war. Oder allgemein ein Zauber war. Hier finden wir noch eine Rüstung. Allerdings können wir die auch, glaube ich, noch nicht tragen, weil die voll fett ist. Ah. Bam. Fuck you. Ja, Schwarzeisenrüstung und Helm und hin und her. Und das Großschwert und Schwarzeisenschild.
Okay, ja, falls ihr euch noch dran erinnern könnt, wenn nicht, könnt ihr auch selber nochmal nachgucken. Es gibt, bevor man halt hier rein kann in dieses Bild, gibt es ja am Anfang, und zwar im Tutorial-Level, gibt es ja dann, wenn man nochmal zurückgeht, nachdem man halt das Level verlassen hat, kann man ja nochmal zurück und dann gibt es da ja in der Zelle, wo man angefangen hat, eine merkwürdige Puppe. Die muss man sich halt einsammeln und erst dann kann man hier in dieses Bild rein. Und ja, ich habe das ja schon gemacht gehabt, infolgedessen geht das los. Und das ist wohlgemerkt ein, ja, optionales Level mit einem optionalen Boss. Und das ist auch ein Level, wo man gut Seelen farmen kann. Und deswegen habe ich mich halt mal entschieden, bevor wir dann nochmal zu dem Boss hier in Anor Londo gehen, dass ich halt hier ein bisschen farmen gehe, noch ein paar Items sammel und mich dann dementsprechend halt nochmal für den Anor oder für die Bosse nochmal ja, aufbereite, sage ich mal. Ja, jetzt sind wir in der Welt von, in der gemalten Welt von Ariamis. Hier gibt's auch, die Gegner sind hier schon relativ stark, kann man sagen. Also auf alles gefasst sein. Hier gibt es auch Gegner, die sind vergiften einen wieder, das ist nicht schön. Ich werde hier das Leuchtfeuer nochmal entfachen, dass wir hier natürlich wieder 10 Flakons haben, standardgemäß. Jawohl, so muss das laufen. Alright. Okay, dann gehen wir nochmal ein bisschen voran. Kommt her. So, ihr seht, die kleinen Viecher, die von Anfang an, die wir ja von Anfang an kennen, sage ich mal, geben jetzt 300 Seelen. Wobei sie ja sonst, glaube ich, immer nur so, lass mich lügen, 60 gegeben haben. So, hier ist auch ganz, normalerweise kann man, obwohl, nee, doch, doch, man kann es, glaube ich, auch von da oben irgendwie machen. Ich mache es meistens immer so mit dem Bogen. Zack. Und dann hat man hier, glaube ich, Menschlichkeit. Jawohl. Okay, ja, jetzt kommen hier nochmal so ein paar mit Pfeil und Bogen. Du stirbst. Oh. Oh, er lebt immer noch. Okay, shit. Ja, wie ihr seht, sie halten auch jetzt mehr aus und sie ziehen mir auch mehr Energie ab. Logischerweise. Mach dich weg. Alright. Noch schnell ihn hier. Noch nicht um die Ecke gehen, weil da kommen so eklige Viecher. Jetzt will ich erstmal hier lang. Okay, hier weiß ich nicht mehr genau, wo überall was passiert oder was allgemein noch passiert. Ah! Ah, die Mistsau. Oh, da kommt dieses Vieh ja schon. Nein! Lass mich in Ruhe! Ja, wenn das Vieh stirbt, am besten weit weg von denen sein, weil dieser Nebel, den sie hier versprühen, wenn sie sterben, ja, gibt einen Toxine und das ist nicht schön. Es sei denn, man hat halt diese, diese Moosklumpen. Dann sollte es gehen. Alright, okay. Alright, okay. Hier wird's fies, hier kommen nämlich auch neue Gegnertypen. Nervige Gegnertypen. Seele Krieger, sehr schön. Na, wo seid ihr? Kommt her. Wo sind sie? Drrr. Da ist er. Oh! Oh Gott, seht ihr, wie wenig ich abziehe? Weg! Okay, das wird ein Fail. Ich muss hier weg. Oh nein, das war's doch noch nicht. Lauf! Renn weg! Ich muss weg! Ich muss zum Leuchtfeuer! Ich will nicht mehr! Lasst mich alle in Ruhe! Ihr seid eklig! Ah, pfui! Haut alle ab! Okay. Pretty nice. Alles klar. Dann werden wir hier in einer frischen Runde weitermachen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann zum nächsten Let's Play Crazy Games Dark Souls. Bis dahin wieder. Ciao. Ciao.